Hallo Leute, Marc Bellinghaus. Ich habe mich heute spontan dazu entschlossen, euch ein Schreiben vorzulesen, was vom 26.11.2020 stammt. Und um damit euch einen Eindruck zu vermitteln, was eine evangelische Kirche mit mir, mit einem anerkannten Missbrauchsopfer eben dieser Kirche getan hat und weiterhin tut, anstatt zu helfen, haben diese Leute mich komplett verarscht. Und ihr wisst, ich fordere von dieser Kirche die Nachfolge der Annette Kurschus. Und das ist mein gutes Recht und das mache ich auch nicht ohne Grund. Denn ich weiß, dass ich wesentlich mehr und viel, viel besser tun könnte, als diese Frau jemals tat. Diese Frau ist mit ihrem Gewissen reingekommen durch meine Mahnwachen und durch diese gewollte Konfrontation vor ihrer Arbeitsstelle. Und dann waren auch noch andere Leute im Spiel, die ihr vorgeworfen haben, was sie auch wirklich getan hat. Was sie vor einem Jahr am 20.11. ist es ein Jahr her, also noch 2 Monate, dass sie zurückgetreten ist. Seit diesem, ich nenne das immer den Annette Urschuss, Urknall der evangelischen Kirche, hat sich keiner mehr getraut, irgendwie Standpunkte, Stellung zu nehmen. Keiner will irgendwelche Verantwortung übernehmen. So, ich lese euch jetzt mal vor und dann kommt dir der Hintergrund zu diesem Schreiben. Ich habe die EKD vor 4 Jahren angefleht, auf Knien angefleht. Da war noch ein bestimmter Herr, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford Strom im Amt als EKD-Vorsitzender. Ich habe auch mehrere persönliche E-Mail-Konversationen mit ihm geführt, beziehungsweise über seine Mitarbeiter. Also er hat mir per se niemals direkt geantwortet. Er hat antworten lassen. Das ist natürlich für ihn rechtlich gesehen immer wichtig und besser. Der Herr macht ja selbst sein tägliches, fast tägliches Gedöns mit seinem YouTube oder auch andere soziale Medien. So, Betreff Fürsprache und Unterstützung von Siegfried Schmidt, König heiße ich, alias Marc Bellinghaus, anerkanntes Opfer sexualisierter und physischer Gewalt gegen Kinder, Fallnummer, Aktenzeichen 1575947. So, sehr geehrte Damen und Herren, wir wenden uns an Sie in der Angelegenheit Siegfried Schmidt alias Marc Bellinghaus. Wir tun dies unter anderem auch, weil uns der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford Strom, dieser Sache angesprochen hat. Herr Siegfried Schmidt, Marc Bellinghaus, setzt sich aktiv gegen physische und sexualisierte Gewalt an Kindern, unter anderem durch Demonstrationen, in Klammern, Saturdays for Children, aktiv ein. Er begann im Januar 2016 mit der professionellen Aufarbeitung seines Kindheitstraumas. In einem evangelischen Alumnat, in Klammern Lutherhaus, und einer Kirche in Traben-Trarbach wurde ihm im Alter von 6 Jahren und im Alter von 9 bis 11 Jahren physische und sexualisierte Gewalt zugefügt. Sein spezieller Fall wurde von einer Prüfungskommission untersucht, besprochen und für eine finanzielle Wiedergutmachung verifiziert. Aktuell hat Herr Schmidt uns um Beistand und Hilfe, weil er sich von seinem Vermieter ungerecht behandelt fühlt. Aktuell bat uns Herr Schmidt, sollte das heißen, genau, sorry. Er hat Angst, dass er seine Wohnung verlieren und demnächst als Obdachloser auf der Straße stehen könnte. Wir möchten hiermit das Gericht bitten, sich dem Fall von Herrn Siegfried Schmidt wohlwollend anzunehmen
und im Sinne christlicher Nächstenliebe zu seinem Schutz und Wohlergehen zu entscheiden. Wir bitten das Amtsgericht Münster, sehr, sehr wichtig. Das spielt nämlich noch eine ganz große Rolle. Wir bitten das Amtsgericht Münster zu berücksichtigen, dass Herr Schmidt mit der Aufarbeitung seiner frühesten Kindheit schon gegenwärtig sehr belastet ist. Darüber hinaus wurde er im April 2017 überfallen. Mit 2 Messerstichen in den Brustkorb wurde er schwer verletzt und ist dem Tod nur knapp entronnen. Herr Schmidt erklärte uns in einem Telefongespräch vor einigen Tagen, dass er unsere Hilfe brauche. Seit dem Jahre 2011 existiere eine mündliche Zusage der damaligen Vorstandsvorsitzenden der Wohnungsgenossenschaft. Seither lebt Herr Schmidt als regelmäßig zahlender Mieter in der Wohnung Kettelerstraße 66 in Münster. Er kümmerte sich vorbildlich um seine 86 Jahre alte Mutter, Frau Johanna Maria Schmidt, als einziges von 5 Kindern. Wie uns Herr Schmidt mitteilte, kam er dafür extra aus den USA zurück. Soweit alles Wirklichkeit, wahr und richtig. Aus christlicher Sicht würden wir Sie bitten, den Verbleib von Herrn Schmidt in seiner Wohnung und seinem Freundeskreis mit Ihrer Entscheidung zu unterstützen. So, das ist die zweite Seite hier. Wir, die evangelische Kirche im Rheinland, bitten Sie, das schwere Schicksal von Herrn Schmidt in Ihren Beratungen zu berücksichtigen und ihm damit ein Stück Hoffnung und Sicherheit für sein Leben zurückzugeben. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Claudia Paul, Unterschrift. Diese Dame ist eben von der Ansprechstelle im Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung, evangelische Kirche, die Ansprechstelle Claudia Paul. So, diese Dame war auch letzte Woche in Essen bei einem dieser Aufarbeitungsforen, von denen ich euch schon erzählt habe. Und was soll ich dazu sagen? Können uns noch dieses Foto hier angucken, in dem ich weiterrede. Also, dieser Brief, den ich eben hier vorgelesen habe, zeigt das Dilemma stellvertretend für viele andere Missbrauchsopfer. Wir werden von der evangelischen Kirche alleingelassen. Die meisten von uns betteln um etwas Anerkennungszahlung. Ich habe das über die Presse getan, letztes Jahr, mit sehr viel Erfolg. Die Glocke hat daraufhin noch 3 Leute der evangelischen Kirche interviewt. Und die haben eigentlich nur Larifari-Aussagen gemacht. Es geht nicht voran. Und aus dem Grund will ich der Vorsitzende der evangelischen Kirche werden, damit ich endlich uns adäquat vertreten kann, uns Missbrauchsopfer. Denn unser Herr Jesus am Kreuz wäre bestimmt nicht froh, wüsste er, was eine Kirche, die sich evangelische Kirche oder katholische in dem Fall auch nennt, solche Taten mit ihren Kindern tut. Wie in meinem Fall. Und in vielen, vielen Tausenden, vielen Abertausenden Fällen auch. So, Leute. Und es geht ja wohl nicht an, dass eine Justiz wie die Justiz Münster mich jagt wie einen vogelfreien Martin Luther. Es ist nämlich sehr vergleichbar. Ich wurde 4-mal von dem ein und dem gleichen Richter Benjamin Kühnert in Münster im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes, wiederhole ich, im Namen des Volkes schuldig gesprochen. Dieser Mann gehört aus seinem Amt gejagt. Das ist meine Meinung. Diese Meinung darf ich hier frei und offen äußern. Der Mann ist jetzt auf unabsehbare Zeit unterwegs mit seinem Wohnmobil. Die Justiz Münster weiß wahrscheinlich warum. Ich habe alle 3 Urteilssprüche umgekehrt und gewonnen gegen den. 1 steht noch aus und das ist gegen den SPD-Ratsherrn der Stadt Münster, Philipp Hagemann. Diese Sache ist immer noch nicht voll entschieden, weil deswegen habe ich auch dieses Video über eine SPD
Frau namens Saskia Esten gepostet, weil ich einfach Wut im Bauch habe gegen diese Partei. Ich bin von einem SPD-Ratsherrn der Stadt Münster obdachlos gemacht worden. Stellt euch das vor. Dieser Brief der Evangelischen Kirche Münster, der Evangelischen Kirche Landesbischof Bedford Strom damals noch im Amt, hat eigentlich überhaupt nichts bewirkt, gar keine Macht, ja. Ich habe noch ungefähr 5 oder 6 andere sehr, sehr wichtige Briefe gebracht. Und die Bauverein Kettler EG, eine katholische Wohnungsgesellschaft in Münster mit Vorstandsvorsitzenden Jörg Dickmann. Ich rede hier als Investigativjournalist, der in Amerika den größten Ausstellungsskandal und Betrug erkannt, angezeigt und aufgedeckt hat. Deswegen fällt das hier unter nicht nur Meinungsfreiheit, künstlerische Freiheit, sondern auch vor allem Pressefreiheit. Ich muss diesen Skandal, diesen Beschiss, dem ich seit meiner Kindheit schon zum Opfer gefallen bin, aufdecken. Ihr kennt vielleicht diesen Fall Gustl Mollert. Da wurde ein armer Mann von seiner Ehefrau bezichtigt, er hätte sie geschlagen. Dieser Gustl Mollert ist in der Psychiatrie in Bayern, das war im Landkreis Bayreuth damals. Er wurde dann aber in Nürnberg angeklagt. Das ist eine ganz lange Geschichte. Es wurde auch verfilmt mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle. Könnt ihr euch mal angucken. Dieser arme Mann saß wegen einer ganz blatanten, dummen Lüge seiner Ehefrau für 7 Jahre in der Psychiatrie. Und hier entpuppt sich gerade ein 2.0-Fall. Die haben versucht, mich als verrückt hinzustellen. Ich schwör's euch. Ja? Die haben versucht, mit der Justiz Münster mich zu brechen. Ein Missbrauchsopfer und wohlgemerkt, wie es auch dieser Brief gerade bestätigt hat. Ich bin überfallen worden 2017 mit 2 tiefen Messerstichen in meinem Brustkorb. Was muss ein Mensch noch alles durchmachen, damit man ihn in Ruhe lässt, damit man ihm Wohnraum gibt und damit man ihn nicht öffentlich quält. Ich habe ungelogen 2 große Umzugskartons voll mit Beweisen, dass die Justiz Münster eigentlich sofort geschlossen werden müsste. Ich fordere auch in diesem Video offiziell, dass sich der Präsident des Landgerichts Münster, Herr, das ist wirklich nicht einfach, Leute, deswegen muss ich mal einen Zwischenatmer machen, ja? Herr Ulrich Schambert, Ulrich Schambert selbst anzeigt bei der Polizei, weil er ein Missbrauchsopfer der Kirche quält, vorsätzlich. Die haben mich obdachlos gemacht. Und ich hatte genügend Beweise, dass ich komplett das Recht habe, in der Wohnung zu bleiben. Die haben alle zusammengearbeitet. Das kann ich beweisen. 1, 2, 3 und mit Nachdruck. Die damalige leitende Oberstaatsanwältin von Münster, Frau Elke Adomeit, sie ist mittlerweile schon längst in Pension, hat sich auch strafbar gemacht. Ihr Nachfolger, Herr Jens Frobel, hat sich ebenfalls strafbar gemacht. Leute, es geht hier nicht nur um den Missbrauch in der Kirche. Nein, es geht darum, einen Mann, der ein erfolgreicher Schauspieler war, der wohlgemerkt mit Sean Connery 14 Drehtage als Mönch im Kloster, als Novize, wie Martin Luther gespielt hat, ja, der eine tolle Karriere hatte als Film-, Theater-, Fernsehschauspieler und der vorsätzlich, nochmals, ich habe diese ganzen Beweise rausgefunden, durch die EKD, durch einen damaligen Präses, der im Amt war, der mich aus meiner Schule geholt hat, als ich noch 6 Jahre alt war, der mich nach
Traben-Drabach verfrachten ließ und er mich da sadistischst quälen lassen hat. Nur wegen meiner Abstammung, Leute. Es ist die Wahrheit. Es ist unfassbar. Dagegen ist dieser Fall Mollert, wo dieser arme Mann für 7 Jahre im Knast in der Psychiatrie saß, ist dagegen ein Witz. Ja? Was hier abgegangen ist, seit 14 Jahren verarscht mich die Justiz Münster, weiß genau, was ich mitgemacht habe. Die wissen genau, wer ich bin. Ich habe es auch ja schon mehrmals bei meiner Berufung im Landgericht. Leute, wisst ihr, wie schwer es ist, eine Berufung in einem Landgericht zu gewinnen? Ich habe das mit links getan am 23.06.2021 war das, genau. Also es ist jetzt schon über 3 Jahre her. Und ich habe gegen 4 Lügner, die in meinem ehemaligen, in der Wohnung wohnten, in dem Haus, die gelogen haben, die behauptet haben, ich hätte als Adolf Hitler verkleidet, wäre ich auf diese eine irre Nachbarin da zugelaufen und hätte sie in allerübelster Weise beleidigt. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Leute, ich habe alle 4 Zeugen, gegen die ich gewonnen habe, angezeigt und wollte natürlich, weil Lügen vor Gericht ist kein Kavaliersdelikt. Es gibt normalerweise mindestens 1 bis 1,5 Jahre Freiheitsstrafe, wenn du unter Eid oder auch nicht unter Eid lügst vor dem Richter. Was haben die gekriegt? Nichts. Gar nichts. Ist eingestellt worden, beziehungsweise ich habe noch nicht mal was von der Staatsanwaltschaft gehört. Ich habe hier keine Rechte. Ich bin vogelfrei wie Martin Luther. Deswegen vergleiche ich mich gerne mit dem Gründer unserer Kirche. Ich habe sogar meine Thesen gegen Kindesmissbrauch an die Dompforte hier am St. Paulusdom in Münster geklebt und habe damit den katholischen Bischof Felix Genn ziemlich irritiert. Ich habe ja auch gegen ihn mal demonstriert, weil es nachweislich von der katholischen Kirche und dem ganzen Club ausgegangen ist, dass ich obdachlos wurde. Ich wurde am 7.7.2022, kamen 10 Leute in meine Wohnung. Ich durfte nicht mal alleine pissen gehen. Die wollten mich eigentlich in die Psychiatrie bringen. Das wurde dann doch nicht gemacht, weil ich anscheinend doch nicht so verrückt bin, wie sie versucht haben, mich hinzustellen. Es ist unfassbar. Unfassbar. Die Kirchen machen mit. Die evangelische, wie die katholische, die Justiz. Es ist wirklich, wenn das nicht allein der Grund ist, zu beweisen, dass ich mit allem Recht habe, über das, was ich von einer Holocaust-Überlebenden, die noch dazu Eva Braun hieß, die ist schon lange gestorben, ich habe aber genügend Material von ihr bekommen, unterschrieben, was das alles bestätigt, ja, wenn das nicht genug ist, dass man mich endlich in Ruhe lässt. Ich wollte der EKD helfen. Ich weiß genau, wie man das hätte machen können. Aber ein Herr Dr. Hans-Ulrich Anke hält es nicht für nötig, sich einmal in einer freundlichen E-Mail bei mir zu melden und zu sagen, mir sind die Hände gebunden, wir wissen, wer sie sind und was sie sind und deswegen können wir uns leider nicht ihren Wünschen anschließen. Wir würden lieber unsere Kirche auflösen, bevor wir sie als unseren Vorsitzenden ernennen. So, das ist die Situation. Und aus diesem Grunde wollte ich euch nur sagen, alles, was dieser Detlef Zander getan hat, von uns im Missbrauchsopfern geklaut, von mir ganz besonders, die Teddybär-Sache und, ja, es kommt alles von ganz oben. Es ist inszeniert, wie ein Theaterstück. Und apropos Theaterstück, dass mir mein Theaterstück Kinderhaus geklaut wurde und daraus ein Abklatsch Kinderhäuser gestrickt wurde, das habe ich auch bewiesen und trotzdem habe ich in dieser Justiz hier in Münster kein Recht bekommen. So korrupt und so strafsträflich haben die versagt und so sehr haben sich sogar die Richter strafbar gemacht. Ganz einfach, ich gehe nämlich in Berufung. Und ich kann beweisen, dass diese Frau, die hier das Theater leitet, Katharina K.T. V.
verheiratet mit einem Rechtsanwalt, was sie hier aus der Stadt gejagt gehört, weil sie hat sich auch kriminell verhalten. So Leute, das war's. Ihr wisst, ihr seht, ich habe mehr zu sagen. Ich habe mehr zu sagen als nur zum Thema Kindesmissbrauch. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, Leute. In diesem Sinne, ich glaube an Gott und ich glaube, dass ich das alles gewinnen werde. Mit Gottes Hilfe habe ich überlebt. Und die evangelische Kirche kann einem eigentlich wirklich nur leid tun. Amen.